Begrüßen Sie mit mir gemeinsam aufs Herzlichste Hans-Peter Kaeser auf der Typo St. Gallen. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es scheint vermessen, in einer Zeit der Bilderflut von Bildern reden zu wollen. In einer Zeit, in der jedes Kinderpipi als Bildchen auf einem Handy landet und verwandtschaftsweit verbreitet wird, wo private Bilder gnaden- und bedenkenlos in den Tiefen des WWR schwimmen und anspruchslose Zeitgenossen ein Selfie mit Roger Federer oder Annemarie Sommerhalder in die Bildergalerie in ihr Smartphone laden. Ich will es trotzdem versuchen. Es gab eine Zeit, da waren Bilder noch bedeutungsvoll und kostbar. Seit Menschen Ideen, Gedanken und Geschichten auf Papiere, Pergamente und Papiere schreiben oder drucken, wurden an die Sprache gebundene Schrift Bilder beigefügt, die dem Text eine höhere Bedeutung oder ein besseres Verständnis verleihen sollen. Erwarten Sie nun aber bitte keine kunstwissenschaftliche Lehrveranstaltung. Um Ihnen eine solche vorführen zu können, kenne ich zu wenig Fremdwörter. Ich bleibe also bei meinem Leisten und rede über Dinge, von denen ich eine leise Ahnung zu haben glaube. Dass persönliche Vorlieben und Abneigungen bei der Auswahl der Objekte eine Rolle spielten, will ich nicht verhehlen. Das weite Feld der bibliophilen Bücher in limitierten Auflagen aus dem 19. und 20. Jahrhundert werde ich ebenso wenig beackern wie Kinderbücher und Comics, obwohl bei allen diesen Gattungen schöne, spannende und wunderbare Titel zu würdigen wären. Als ob die Schreiber der geschriebenen Sprache misstrauten, finden sich schon auf ägyptischen Papyri gezeichnete und gemalte Figuren, die den Text ausschmücken oder ihm eine über den Wortlaut hinausreichende Bedeutung verleihen sollen. Vergilius Maro, der große römische Dichter des ersten Jahrhunderts, des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, hinterließ uns neben der Aeneis, der Georgica, die träumerisch-idyllischen Bukolika, auch Ekloge genannt, 10 Hirtengedichte, die von einem friedlichen Reich der Harmonie künden, im Gegensatz zu den Schrecken des römischen Bürgerkriegs jener Zeit. Eine römische Handschrift der Eklogen aus dem 5. Jahrhundert zeigt einen Flötenspieler und einen Ziegenhirt in idyllischer Landschaft. Und als schönes Beispiel unter vielen späteren Editionen Holzschnitte aus dem Jahr 1952 von Aristide Maillol in einer Ausgabe des Surkamp Verlags 1957, gestaltet übrigens von Hermann Zapf. Im Mittelalter und in der Gotik waren die Skriptorien der Klöster die Hauptträger von Schrift- und Buchkultur. Initialen wurden häufig zu Bildern ausgestaltet, wie im St. Galler Evangelista des Wolfkotz, wo das unziale D zu einem Vogelstrauß verwandelt wird. Ein Strauß, diese Riesenvögel, waren nördlich der Alpen eher selten anzutreffen. Nach der mittelalterlichen Naturauffassung lässt der Strauß seine Eier von der Sonne ausbrüten. Er ist daher auch ein Symbol für Christus, der durch Gott auferweckt wurde. Bücher und Bilder dienten aber nicht nur der christlichen Glaubenslehre, gelehrt wurden auch Wissenschaften. Das Trivium, Grammatik, Rhetorik, Dialektik und das Quadrivium, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie inklusive Astrologie. Zusammen bildeten sie die 7 freien Künste. Eine symbolische Darstellung des Quadriviums findet sich in einer St. Galler Handschrift aus dem ersten Jahrzehnt des 9. Jahrhunderts. Die 4 naturwissenschaftlich ausgerichteten Fächer, Arithmetica, Musica, Geometrica und Astronomica, werden durch die 4 Beine eines pantherähnlichen Tigers verkörpert. Die großartige, sinnbildhafte Zeichnung einer Weltkarte aus der Handschrift Nummer 236 der Stiftsbibliothek
zeigt uns das mittelalterliche Weltbild. Die Erde als kreisrunde Scheibe mit den drei bekannten Kontinenten Afrika, Europa, Asien. Die Erde ist von dem Oceanum Mare umflossen. Mit dem zunehmenden Interesse der Menschen an ihrer Umwelt wurden auch Erkenntnisse aus der Erforschung der Natur niedergeschrieben und zum Verständnis der Sachverhalte illustriert. Das Falkenbuch des Kaisers Friedrich II., eine Handschrift aus Süditalien von 1258, ist sozusagen das Standardwerk über die hohe Kunst des Jagens mit Raubvögeln. Was sprachlich nur unzulänglich beschrieben werden kann, die Gestalt, das Verhalten der Tiere, wird hier in über 500 naturgetreuen Abbildungen mit wissenschaftlicher Akribie dargestellt. Zurück zur schönen Literatur. An den europäischen Höfen jener Zeit wurden die Literatur und die Bücherwelt als Statussymbole entdeckt. Es wurde schick, sich mit Dichtern und Sängern zu umgeben und kostbare, illuminierte Handschriften in den fürstlichen Häusern zu haben. In diesen Bibliotheken begann die weltliche Literatur einen immer breiteren Raum einzunehmen. Im 13. Jahrhundert schrieb Dante seine Divina Commedia und erhob mit dieser Dichtung das Vulgare, das vom Volk gesprochene Italienisch, zur Sprache der Literatur, in Abkehr vom bisher üblichen Latein, der Sprache des Klerus und der Gebildeten. Francesco Petrarca und Giovanni Boccaccio folgten ihm nach und schufen mit ihren Werken die Fundamente der italienischen Literatur, die weit über Italien hinaus Beachtung fand. Laurent de Premiefet, ein französischer Humanist und Interpret antiker Autoren, schrieb eine französische Übersetzung des Decamerone von Giovanni Boccaccio um 1415, knapp 50 Jahre nach der italienischen Erstfassung. Der Illustrator dieses Werkes ist nicht namentlich bekannt, es wird aber zweifellos der Meister der Cité des Dames-Meister sein. Diese Bezeichnung erhielt er nach seiner Ausmalung des allegorischen Werkes von Christine de Pizan, Cité des Dames. Ein emanzipatorisches Werk, eine Art Sex in the City, aus einer Zeit, als Frauen noch Eigentum ihrer Väter, Brüder oder Ehemänner waren. In seiner Werkstatt entstanden vorwiegend Buchmalereien der weltlichen Art. Die hier abgebildete Seite aus dem französischen Decamerone illustriert alle Szenen der Geschichte der 10. Novelle des 2. Tages in einem Bild. Der gelehrte, aber langweilige Richter Riccardo di Kinzica vermochte seine junge und lebenslustige Frau nicht mehr zu entzücken. Bei einer Seefahrt nach Monaco verfiel die Schöne dem Seeräuber Paganino. Dieser bezirzte sie auf solche Weise, dass sie, bevor sie noch nach Monaco kamen, den drögen Richter und seine Gesetze vergessen und Paganinas Charme erlegen war. Die Fortsetzung mit Happy End ist im Decamerone, dessen Lektüre ich Ihnen herzlich empfehle, nachzulesen. Für Nichtleser hier das Finale der Geschichte. Als Riccardo vom Seitensprung seiner Gattin erfuhr, versuchte er alles, um sie für sich zurückzugewinnen. Die Frau wies ihn aber ab, sie zog es vor, ein spannendes Leben an der Seite ihres Abenteurers zu verbringen. Zur Abbildung. Sie ist ein eigentlicher Comic. Im linken Teil der Miniatur ist eine Galeere zu erkennen, auf der sich ein zweifaches Geschehen abspielt. Im hinteren Teil des Schiffes wohnen wir der ruhigen Seefahrt mit dem Richter Riccardo bei. Auf der linken Seite ist das fröhliche Techtelmechtel der Frau mit dem Seeräuber dargestellt. Ein aufragender Felsen im Vordergrund trennt die dritte Szenerie vom Geschehen auf der Galeere. Hier versucht Riccardo vergeblich, seine Frau zur Rückkehr zu bewegen. Die Erfindung Gutenbergs veränderte die Welt des Buches in sehr kurzer Zeit. Ein neuer Beruf entstand, der Drucker und Verleger. Er betrieb Vervielfältigung und Verkauf seiner Druckwerke
und erhoffte sich einen Gewinn vom Einsatz seiner Arbeit und seines Kapitals. Von Thomas Platter, dem Älteren, der eine Karriere vom armen Walliser Bauernsohn zum gelehrten Humanisten, Reformator und Mitinhaber einer Druckerei in Basel durchlief, ist folgendes Zitat überliefert. Da ich sah, wie Herr Vagius und andere Druckerherren eine gute Sache hatten, mit wenig Arbeit groß Gut gewonnen, dachte ich, möchte ich auch ein Druckherr werden. Die Zeiten haben sich geändert. Niemand käme heute auf die Idee, mit der Gründung einer Druckerei und eines Verlages reich werden zu wollen. Aber im 16. Jahrhundert weckte das Aufkommen des neuen Mediums Buch eine Goldgräberstimmung, so wie heutzutage die IT-Googlei. Die rasche Verbreitung von Druckereien über ganz Europa war nicht nur hoher Gesinnung, sondern auch ganz profanem Gewinnstreben zu verdanken. In jener Zeit der Renaissance war der Bedarf an vervielfältigten Texten enorm. Kirche und Klerus wollten Bibeln samt Kommentaren und fromme Geschichten für das Volk. Bei Illustration und Schmuck der nun gedruckten Bücher änderte sich vorerst nichts. Initialen und Rankenwerk werden immer noch von Hand auf die gedruckten Bogen gemalt. Als Vorbild für Schriftschnitt, Typografie und Buchschmuck dienten die Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts. Eine italienische Handschrift aus dem 14. Jahrhundert, links, in einer Rotunda geschrieben mit gemalten Initial- und Rankenwerk, in derselben Manier der Mainzer Bibeldruck von Peter Schöffer von 1465. Die Buchmaler waren nach wie vor gefragt. Erst mit dem Holzschnitt änderte sich ihr Berufsbild. Preisgünstiges Papier ersetzte das teure Pergament als Schrift- und Bildträger. Frühe gedruckte Abbildungen in Büchern finden sich in armen Bibeln, lateinisch Biblia Pauperum, eine weit verbreitete Sammlung von Blättern für die christliche Unterweisung der geistig Armen, das heißt der ungebildeten Leute. Die ganzseitigen Holzschnitte sind mit kurzen Texten lateinisch oder deutsch erläutert. Die Bilder sind stilistisch den Miniaturen der Handschriften nachgebildet. Die Schrift ist doch nicht aus Einzellettern gesetzt, sondern zum Teil aus dem vollen Holz geschnitten und zuweilen handschriftlich ergänzt. Eine Seite aus einer Biblia Pauperum, entstanden um 1430, wie die Handschrift von Hugo von Trimberg, der Renner von 1431. Ein moralisierendes Werk, das mit Beispielen und Fabeln die Todsünden erläutert, die man tunlichst vermeiden sollte. Der vermutlich erste Drucker, der Bild und Text in einem Buch vereinte, war Albrecht Pfister in Bamberg. Das erste illustrierte Werk aus seiner Offizin war Johannes von Tepels Prosadichtung »Gespräch des Ackermanns von Böhmen mit dem Tode«. Ein Diskurs über die letzten Dinge des Lebens. Ein umfangreiches Werk Pfisters war der Edelstein des Berner Dominikanermönchs Ulrich Bohner. Eine ursprünglich in Schweizer Mundart geschriebene, umfangreiche Fabelsammlung nach lateinischen Quellen. Bohner, der im frühen 14. Jahrhundert lebte, widmete die Urschrift des Edelstein einem Berner Patrizier. Pfisters gedruckter Edelstein umfasst 88 Blätter. Sie sind mit kolorierten Holzschnitten illustriert. Diese Schnitte wurden erst nach dem Text eingedruckt. Offenbar gelang es noch nicht, die Holzstöcke in den Satz einzupassen. Jede Abbildung besteht aus zwei Holzschnitten. Der Mann links, der auf das Bild hinweist, steht neben jeder Abbildung und ist immer vom selben Stock abgezogen. Der Text unter dem Bild links beginnt: Einmal sein Affe kam gerannt, da er viel gute Nüsse wand. Und unter dem Bild rechts geht's weiter: Es hub sich an eine große Klage von einem Hunde, als ich sage, er klaget große Schwere, dass ihm Unrecht geschehen wäre. Pfisters Edelstein ist auch das erste gedruckte Buch mit einem Druckvermerk.
Das Titelblatt als Kennzeichnung und Beginn des Inhalts wurde erst später zu einem Bestandteil des Buches, als die Buchproduktion immer größer wurde und sich die einzelnen Titel an den Verkaufsständen behaupten mussten. Die antiken Fabeln des Aesop, der vermutlich im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, sind uns nur durch mündliche Überlieferung erhalten geblieben. Phaedrus, Gaius Julius Phaedrus, aus dem frühen 1. Jahrhundert, verdanken wir eine lateinische Niederschrift des Stoffes, der in vielen späteren Sammlungen wieder aufgenommen wurde. Der Frühhumanist Heinrich Steinhövel, 1411 bis 1479, gab 1476 eine Sammlung äsopischer Fabeln bei Johann Zeiner in Ulm heraus. Buch und Leben des hochberühmten Fabeldichters Aesopi, lateinisch, deutsch. Das Werk zählt über 500 Seiten und ist mit 191 Holzschnitten illustriert. Das Frontispiz zeigt hier den Dichter umgeben von Tieren, Gegenständen und Szenen, die in den Fabeln vorkommen. Daneben der Holzschnitt zur Fabel vom Fuchs, der sich nach den Trauben streckt und sein vergebliches Bemühen mit den Worten »Die Trauben sind mir zu sauer« verbrämt. Auch Jean de La Fontaine, der sich mit galanten, zuweilen frivolen Erzählungen nach Ariost und Boccaccio auf das literarische Parkett gewagt hatte, gab unter dem Titel »Fable choisie, mise en vers par Monsieur de La Fontaine« 1668 bei Denis Thierry in Paris eine Sammlung von Fabeln mit Kupferstichen von François Chauveau heraus, die in vielen späteren Ausgaben weit verbreitet wurde. Eine Prachtausgabe der La Fontaine-Fabeln erschien 1765 in 6 Bänden. Abbildungen und Text waren nach den Vorlagen verschiedener Zeichner gestochen. Nach dieser fabelhaften Abschweifung zurück zum Holzschnitt. Die frühen Holzschnitte, wie die von Pfister und Steinhövel, waren in ihrer Erscheinung noch sehr schlicht und ohne erkennbaren künstlerischen Ehrgeiz geschaffen. Aber die Schnitttechnik wurde rasch verfeinert und es standen noch im späten 15. Jahrhundert bereits großartige grafische Meisterwerke. Das wohl berühmteste illustrierte Werk der Inkunabelzeit war die Weltchronik von Hermann Schedel, gedruckt bei Koberger in Nürnberg 1493. Hermann Schedel wurde 1440 geboren. Schon im Alter von 16 Jahren war er an der Universität Leipzig. 1463 studierte er an der Universität Padua Medizin und wurde 1466 promoviert. Danach war er zuerst Stadtarzt in Amberg und ließ sich schließlich 1482 in Nürnberg nieder. Hier das geschnittene Deckblatt der Schädelschen Chronik. Die Chronik ist eine Abhandlung der Weltgeschichte nach der Tradition spätmittelalterlicher handschriftlicher Chroniken, die großzügig illustriert waren. Diese umfassenden Geschichtswerke zeugen von den Machtansprüchen der meist mit Handel reich gewordenen städtischen Eliten. Der Realismus in den Darstellungen soll die Wahrhaftigkeit des beschriebenen Geschehens verstärken und den Drang der Führungsschicht betonen. Schweizerische Chroniken nahmen eine herausragende Stellung ein. Sie feiern die militärischen Erfolge der Eidgenossen gegen die Habsburger oder in den Burgunderkriegen. Sie zeugen aber auch von Kriegsgräueln und dem Leiden der Bevölkerung. Wie bei der Berner und Spierzer Chronik des Diebold Schilling. Schilling, gestorben um 1486, war auf der Kanzlei der Stadt Bern tätig und widmete sich seit den 1460er Jahren der Aufzeichnung und Bebilderung der bernischen und eidgenössischen Geschichte. 3 Chroniken von seiner Hand sind überliefert. Die große Burgunderchronik, die dreibändige Berner Chronik und die Spierzer Chronik. Abgebildet sind hier 2 Seiten aus der Berner Chronik. Das eine zeigt eine kriegerische Belagerung, das andere Plünderung und Brandschatzung im Land des Grafen von Kyburg. Und aus der Spierzer Chronik
das Bild der Flucht der Bevölkerung vor der Feuersbrunst in der Stadt Bern und auch diese unsägliche Darstellung gehört zum festen Bestandteil der Diffamierung und Verfolgung von Juden seit dem Hochmittelalter. Die Darstellung einer Ritualmordlegende, die Vorstellung, dass Juden für das Pessachfest das Blut christlicher Knaben benötigten, war eine europaweit verbreitete Ungeheuerlichkeit, die durch ihre drastische bildliche Darstellung in diesen Geschichtswerken ihre verheerende antisemitische Wirkung nicht verfehlte. Auch in der Schädelchronik, die sich der Tradition der handschriftlichen Chroniken anschließt, wurde diese infame Lügengeschichte verbreitet. Sie ist trotzdem das bedeutendste illustrierte Druckwerk der Frühdruckzeit und erzählt die Geschichte der Welt in 7 Weltaltern. Vom 1. der Erschaffung der Welt bis zum 7. Ausblick auf den Weltuntergang und das jüngste Gericht. Die magische Zahl 7. Die Schöpfung war in 7 Tagen inklusive Ruhetag erledigt. Nach Papst Gregor dem Großen stehen den 7 zum Teil anstrengenden Tugenden, Glaube, Hoffnung, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung, 7 eher fröhliche Laster gegenüber, Wollust, Völlerei etc. Die Schädelsche Chronik ist eine Sammlung mittelalterlicher Vorstellungen, mit einem technisch hochstehenden Einsatz des Mediums Bild. Mit Koberger hatte Schädel eine leistungsfähige Druckerei, die schon über fast industrielle arbeitsteilige Produktionsmöglichkeiten verfügte. Die Finanzierung, den Verlag übernahmen 2 reiche Nürnberger Kaufleute, die Vorlagezeichnungen für die über 1800 Holzschnitte stammten von Malerunternehmer Michael Wohlgemuth, dem wichtigsten Nürnberger Maler des späten 15. Jahrhunderts. Zum ersten Mal waren hier Städtedarstellungen von bisher nicht gekannter Qualität zu sehen. Das Werk erschien in einer deutschen und einer lateinischen Version, Auflagenhöhe ist nicht bekannt. Eine Doppelseite, die von der Meisterschaft der Holzschnitte zeugt. Eine Stadtansicht von Basel mit der Rheinbrücke, dem St. Alban-Kloster und dem Münster. Albrecht Dürer, 1471 bis 1528. Im späteren 15. Jahrhundert wurden die Werke der italienischen Humanisten und Künstler auch nördlich der Alpen wahrgenommen. Der Nürnberger Albrecht Dürer stammte aus einer Goldschmiedefamilie. Eine Ausbildung zum Goldschmied brach er jedoch ab und ging in die Werkstatt des Malers Michael Wohlgemuth, in die Lehre, der zu jener Zeit mit den Entwürfen der Holzschnitte für die Schädelchronik beschäftigt war. Daher die Vermutung, dass auch Dürer einen Beitrag an die Illustration des Werkes geleistet habe. Von 1490 bis 1494 war er auf Wanderschaft, bevor er sich am Oberrhein in Colmar und Basel aufhielt. In Basel arbeitete Dürer mit dem Drucker Johann Bergmann von Olpe und schuf für ihn die Holzschnitte für die deutsche Übersetzung von Geoffroy de la Tour Landry's Livre du Chevalier de la Tour pour l'enseignement des filles. Eine Sammlung erbaulicher und moraltriefender Geschichten. 4 der 6 Holzschnitte sind hier zu sehen. Zum Nummer 2, ein liebeshungriger Ritter schleicht sich in die Kammer der gottesfürchtigen Tochter des Königs und wird durch Geister von Toten vertrieben. Und bei 4, der abgeschlagene Kopf eines Ritters legt vor einem Priester die Beichte ab, um die Notwendigkeit der Beichte selbst in einer ziemlich ausweglosen Situation zu demonstrieren. Ein wichtiges Werk der deutschen Literatur war das Narrenschiff von Sebastian Brandt, des Straßburger Rechtsgelehrten, der an der Universität Basel unterrichtete. Eine Bildergeschichte über die Tugenden, Laster, Torheiten und Sünden der Menschen. Es erschien zuerst 1494 Uff de Fasenacht im Verlag von Johann Bergmann. Im März und im August 1497
erschienen noch zwei lateinische Ausgaben unter dem Titel Stultifera Navis. Die Rahmenhandlung, eine Schiffsreise nach Malagonien, die karikierten Narreteien sind nicht nur von christlichen Moralvorstellungen inspiriert, sondern auch von sehr weltlichen Fastnachtsbräuchen und Sprichwörtern. Kein anderes deutsches Buch hat in jener Zeit höhere Auflagen erlebt. Erst Goethes Die Leiden des jungen Werther, dieser suizidale Herz-Schmerz-Briefroman von 1774, wurde in größeren Auflagen gedruckt. Der Erfolg des Narrenschiffs erklärt sich, abgesehen von der formalen Meisterschaft der volkstümlichen Sprache, auch in der überragenden Verbindung von Bild und Text. Jedes der 12 Kapitel füllt in der Regel eine Doppelseite, auf der sich Bild und Text ergänzen. Hier das Titelblatt und ein Holzschnitt aus dem Narrenschiff. Von nachts hofieren, eine Gruppe närrischer Musikanten bringt einer Frau ein nächtliches Ständchen mit dem Resultat, dass die Frau ihren Nachttopf über den Sammelsbrüdern ausleert. Mit seiner Tätigkeit für das Buchgewerbe kam Dürer auch mit anderen Künstlern und Gelehrten des Humanismus in Berührung, die ihm den Weg zu einem modernen Publikum ebneten. 1498, kurz vor der Jahrhundertwende, in einer Zeit, da nach Pest und Krieg Endzeitstimmung herrschte, gab er die neutestamentliche Offenbarung des Johannes, die Apokalypse, heraus und schuf 15 ganzseitige Holzschnitte zum Text. Im Druckvermerk erscheint Dürer als Herausgeber. Die Apokalypse Dürers ist somit das erste Buch, das ein Künstler auf eigene Initiative entwarf und in einer deutschen und zwei lateinischen Auflagen herausbrachte. Aus der Apokalypse hier das Martyrium des Evangelisten Johannes. Der Seher Johannes wurde in Rom mit siedendem Öl gemartert, der römische Kaiser Domitian, dargestellt in Richterpose links, allerdings hier mit Turban und Hermelin bekleidet, eine Anspielung auf das Osmanische Reich, das im Europa des 15. Jahrhunderts als Bedrohung empfunden wurde. Dürers Gespür für die Stimmung der Zeit und sein Geschäftssinn ließen ihn an den Erfolg seines Werkes glauben. Er sollte Recht behalten, die Apokalypse wurde weit verbreitet und beachtet. Sicher half auch die Unterstützung von Koberger. Er verfügte über ein großes Netzwerk von Buchhändlern und Messefahrern. Dürers Holzschnitte haben mit den schlichten Arbeiten seiner Vorgänger nichts mehr zu tun. Anstelle grober Umrisse tritt nun feinste Linienführung, Schraffuren erzeugen in den Flächen plastische Effekte. Erasmus von Rotterdam beschrieb die Holzschnittkunst Dürers wie folgt: Was drückte Dürer, den man auch sonst bewundern muss, nicht alles im Einfarbigen, das heißt mit schwarzen Linien aus, Schatten, Licht, Glanz, Höhe und Tiefe, sogar Feuer, Strahlen, Blitze oder Nebelwände, ebenso wie Gefühlsregungen und Seelenzustände der Menschen, führt der Künstler mit den köstlichsten, dazu noch schwarzen Linien vor Augen, sodass man dem Werk Unrecht täte, wenn man Farben auftrüge. Kommt uns das nicht bekannt vor? Kennen wir nicht auch Schwarz-Weiß-Fotografien und Filme, an die wir uns erinnern, die sich in unser Gedächtnis eingegraben haben? Und wo sind all die Farbbilder, die an unseren Augen vorbeigingen? Wurde in der Inkunabelzeit der Holzschnitt noch vor allem da eingesetzt, wo er den Text ästhetisch aufrüsten, zu seinem Verständnis beitragen sollte, war Albrecht Dürer schon früh bemüht, ihn als eigenständiges künstlerisches Werk zum Text zu stellen. In seinen sogenannten drei großen Büchern, der Apokalypse, der großen Passion, hier abgebildet, und dem Marienleben, stellte er seine Holzschnitte selbstbewusst neben den Text und versah sie, ein Novum für die Zeit, mit seinem Monogramm.
Die in der großen Passion zusammengefassten Holzschnitte schuf Dürer in den Jahren 1496 bis 1500 und vertrieb sie vorerst als Einzeldrucke. Mit dem Titelblatt und einem lateinischen Text versehen wurden die Blätter 1511 als Buch publiziert. Eine Zweitverwertung der Bilddaten sozusagen. Der Druck von Bildern war in jener bilderarmen Zeit ein einträgliches Geschäft und Dürer war, wie man heute sagen würde, ein wichtiger Player in diesem Business. Dass sich ein großer Teil seiner Werke um religiöse Inhalte drehte, hatte mit seinem sicheren Gespür für den Markt zu tun, der von Kirche und Klerus gratis befeuert wurde. Dass ihm auch weltliche Dinge nicht fremd waren, zeigt das ihm zugeschriebene Flugblatt über die Syphilis, die sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts epidemisch ausbreitete. Der Holzschnitt ist die Illustration eines Lehrgedichts des Nürnberger Arztes Dietrich Uhlsen. Er schildert eine Traumvision, in der ihm Apoll die Sternkonstellation vom 25. November 1484 als Ursache für den Ausbruch der schrecklichen Seuche nennt. Dürer reagiert mit seinem am Leben orientierten Bild auf die verheerende Seuche. In unserer Zeit haben sich bildende Künstler und Musiker gegen AIDS eingesetzt. Die Briefmarke von Niki de Saint-Phalle von 1994. Kupferstich und Radierung wurden in der Buchillustration der Frühdruckzeit noch kaum angewandt. Die Tiefdrucktechnik ließ einen gleichzeitigen Druck von Text und Bild nicht zu. Holzschnitt und Metallstich wurden in unterschiedlichen Werkstätten für jeweils eigene Abnehmerkreise hergestellt. Die Holzschnittmeister und Kupferstecher kamen nicht aus derselben Handwerkstradition. Albrecht Dürer war der Erste, der diese Trennung überwand und die Ausdrucksmöglichkeiten der verschiedenen Techniken untersuchte. Der Einzelblattholzschnitt, das Männerbad links von 1496-97, entstand nach Dürers erster Italienreise und zeugt von seiner intensiven Auseinandersetzung mit den Aktdarstellungen der italienischen Renaissance und von seiner stupenden Beherrschung der Holzschnitttechnik. Das Meerwunder, so nannte Dürer diesen Kupferstich von 1498, der die Entführung einer schönen jungen Frau durch ein schrecklich wüstes Ungeheuer darstellt, zeigt, wie in den nun im Kupferstich möglichen viel feineren Schraffuren die dargestellten Körper plastisches Volumen erlangen. Vorzüge der feinen Linien des Kupferstichs in der plastischen Darstellung sind hier dargestellt. Vom 16. Jahrhundert an dominieren Kupferstich, Radierung oder Kaltnadel die Buchillustration. Durch die Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 verlagert sich die Weiterentwicklung der Buchillustration von Deutschland nach Frankreich, Holland und Italien. Das Meisterstück von Claude Melun, Christuskopf, von der mit einer einzigen spiralförmigen an- und abschwellenden, das heißt tiefer und weniger tief gestochenen Linie graviert wurde, zeigt, wie virtuos diese Technik von den Grafikern jener Zeit beherrscht wurde. Jacques Callot, in Nancy geboren, begann seine Karriere bei einem Goldschmied, ging nach Rom, wo er bei Philippe Thomassin das Handwerk des Kupferstechers lernte. 1611 bis 21 war er in Florenz. Dort entstanden seine Kupferstiche zu Giovanni Angelo Lottis, Scelta, di Alcuni Miracoli, di Grazie della Santissima Annunziata. Eine Sammlung von Wundergeschichten, deren Wahrheitsgehalt von Gallos Stichen bestätigt werden sollten. Mit dem aufwendig gestalteten Innentitel der Miracoli setzt Gallo einen Brauch fort, der in der späten Inkunabelzeit begann, Bücher mit Titelblättern zu versehen.
Von Beginn des 16. Jahrhunderts an werden sie immer aufwendiger gestaltet. Sie sollen nun mit ihrer Frontseite für das Buch werben, den Buchfahrer, der die Bücher noch ungebunden in Rohbogen auf Messen feil hielt, den Verkauf erleichtern. Eine Aufgabe, die in unserer Zeit der Schutzumschlag übernommen hat. Als Beispiel Artikelholz steht zu Vesalius, grundlegendem Werk über die Anatomie des Menschen. Dargestellt ist hier die Sektion einer Leiche. Und die Theaterszene auf dem Titel einer Elsevier-Ausgabe des lateinischen Komödiendichters Marcius Plautus. Nochmals zu Jacques Gallo mit seinen Les Misères et les Malheurs de la Guerre von 1633. Er kannte den 30-jährigen Krieg aus eigenem Erleben und hat wie kein Künstler vor ihm die Grausamkeiten dieser menschenverachtenden Schlächterei in brutalen Szenen wiedergegeben. Er versah seine Bilder mit Texten in Versform. Eine große Beschreibung dieses Kriegs im Stil des spanischen Schelmenromans Lazarillo de Tormes war der abenteuerliche Simplicissimus von Hans Jakob Christopher von Grimmelshausen. Die Brandschatzung seiner Heimatstadt Gelnhausen 1634 durch die spanische Armee war die prägende Erfahrung seines Lebens. Im Simplicissimus hat er Erlebtes, Gehörtes und Erfundenes in einer teilweise fantastischen Reiseerzählung durch seine Zeit ausgebreitet. Die Illustrationen stammen von einem unbekannten Kupferstecher. Das fantastische Fabelwesen auf dem Frontispiz kann als Satir gesehen werden und greift Motive aus anderen zeitgenössischen Publikationen auf. Kriegserfahrungen waren immer Thema in der Kunst. Francisco Goya hat mit seinen Desastres de la Guerra mit 82 Quartinta-Radierungen, die in den Jahren von 1810 bis 1814 die Gräueltaten französischer Soldaten an der spanischen Bevölkerung drastisch abbildeten. Das Gesamtwerk erschien 1863. Otto Dix, der den Ersten Weltkrieg als Kanonier und M-Geschütze an der Front miterlebte, zeichnete die Auswirkungen des Gaskriegs, des Trommelfeuers, der mörderischen Grabenkämpfe in einem expressiv-realistischen Stil auf Hunderten von Blättern. Daraus entstand 1924 die Mappe Der Krieg, eine Folge von düsteren Aquatinta-Radierungen, die das Kriegsgeschehen festhielten. Es ist kein Zufall, dass sich auch Dix, Gallo und Goya der Technik der Radierung bedienten, um mit ihren Hell-Dunkel-Kontrasten die stärkste Bildwirkung zu erzielen. Die Dokumentation des Grauens des Zweiten Weltkriegs war dann aber der Fotografie vorbehalten. Pressefotografen begleiteten die Truppen, hielten Kampfgeschehen und Leiden der Zivilbevölkerung in Bildberichten fest. Von Leonard McComb stammt die erschütternde Reportage einer Reise, die er von 1943 bis 1946 zusammen mit dem Fotografen Bill Richardson im kriegsversehrten Europa unternahm. Im 18. Jahrhundert verschwand der Holzschnitt fast vollständig aus der Buchillustration. Der Kupferstich erfüllte nun die höchsten Ansprüche an eine detailgetreue Wiedergabe neuer Entdeckungen und Erkenntnisse der aufkommenden Naturwissenschaften. Von 1751 bis 1772 entstand die Encyclopädie von Denis Diderot und Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert in Paris als großes aufklärerisches Projekt. D'Alembert gab schon im Vorwort die Richtung an mit der Feststellung, dass das Wissen der Menschheit nicht aus Rom oder vom König kommt, sondern vom Sinn und Verstand jedes einzelnen Individuums. Nach der Französischen Revolution 1789 beeinflussten die Ereignisse in Frankreich das intellektuelle und künstlerische Leben in ganz Europa. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die französische Nationalversammlung fand bei den Dichtern und Denkern im damaligen Deutschen Reich große Beachtung.
Die Vorstellung eines deutschen Landes, vereint durch deutsche Sprache, gewann an Boden. Während Lenz, Goethe, Schiller die deutsche Klassik mit ihren Sprachkunstwerken prägten, begründeten die Brüder Grimm mit grundlegenden Arbeiten zur deutschen Sprache die Germanistik. Mit ihrem deutschen Wörterbuch und ihrer Sammlung von Kinder- und Hausmärchen leisteten sie Pionierarbeit. Holzstich und Lithografie. Ludwig Richter, ein großer deutscher Holzstecher, hat die Märchen nach Gebrüder Grimm illustriert. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden mit der Entwicklung dieser neuen grafischen Verfahren die Ausdrucksmöglichkeiten der Künstler und Illustratoren beträchtlich erweitert. Die Xylographie wurde vom Engländer Thomas Buick entwickelt, ist der herkömmliche Holzschnitt. In den Faserlauf des Holzes geschnitten, wird beim Holzstich die Zeichnung ins Stirnholz quer zur Faser, in meist hartes Buchsbaumholz in feinsten Linien gestichelt. Die Linien bleiben im Druck weiß, aber erscheinen optisch als Tonfläche. In Deutschland waren es Adolf Menzel, Moritz von Schwind und eben Ludwig Richter, hier mit seinen Illustrationen zu Hänsel und Gretel, in Frankreich Jean Gigou und Gustave Doré, hier mit einem seiner Holzstiche zu Cervantes Don Quixote. Der Zeitkritiker und Karikaturist Honoré Daumier bediente sich hauptsächlich der Lithografie. Die Erfindung dieses Flachdruckverfahrens durch Alois Senefelder ermöglichte es, Zeichnungen mit harten Linien, aber auch mit feinen Wischtönen in großen Auflagen zu reproduzieren. Künstler wie Daumier erkannten diese Vorteile und nutzten sie für die Verbreitung ihrer Werke. Wobei sie sich über die seitenrichtige Darstellung ihrer Zeichnungen wohl keine großen Gedanken machten, sonst wäre der Polizist auf diesem Blatt von Daumier seitenverkehrt auf den Stein gezeichnet worden, um ihn im Druck dann als Rechtshänder erscheinen zu lassen. 1837 ließ Gottfried Engelmann aus Mühlhausen eine farbige Lithografie als Chromolithografie patentieren. Mit dieser Methode konnten erstmals farbige Illustrationen in großen Auflagen hergestellt werden. Bis ins frühe 20. Jahrhundert blieb die Chromolithografie die vorherrschende Technik im Farbdruck. Was schon in früheren Jahrhunderten mitunter üblich war, die Arbeitsteilung zwischen den Künstlern als Entwerfer und Zeichner und Holzschneidern und Kupferstechern, wurde nun im 19. Jahrhundert zur Regel. Die Übertragung der Zeichnungen auf den Stein, das Erstellen von passgenauen Farbauszügen, erforderten von den Lithografen Geschick und Erfahrung. Dabei entstanden erstaunliche Resultate, die uns heute noch großen Respekt abfordern. Als Bildvorlagen für die Lithografien dienten meist Zeichnungen und Aquarelle, aber immer mehr auch Fotografien. Zwei Beispiele aus einem dreibändigen botanischen Werk aus dem Jahre 1913. Zum Schutz der Farbbilder, die trugen sehr viel Farbe, wurden sie mit Transparentpapier gedeckt, das, schöne Idee, gleichzeitig als Träger der Bildlegenden diente. Als 1822 Nicéphore Niépce in Chalon-sur-Saône erstmals den Blick aus seinem Arbeitszimmer auf einem lichtempfindlichen Papier festhielt, ahnte er vermutlich nicht, was seine Entdeckung für eine Entwicklung auslöste. Mit der Fotografie und den neuen fototechnischen Reproduktionsverfahren wie Lichtdruck und anderen entstand eine fast industrielle Produktion von Buchillustrationen, die technisch zwar perfekt schienen, deren künstlerische Qualität aber nicht an die frühen Bilder der Holzschneider, Kupferstecher und Lithografen heranreichte. Als Reaktion darauf entstand in England im Umfeld von William Morris und John Ruskin die Arts and Crafts Bewegung, die im Zeitalter der industriellen Revolution
den Wert des Handwerks und die Schönheit natürlicher Materialien bewusst machen wollte. 1888 gründete William Morris mit dem Drucker Emery Walker die Kemscott Press, die ab 1891 Bücher nach William Morris' ästhetischen Vorstellungen veröffentlichte. Das wohl wichtigste Werk der Kelmscott Press war die Werkausgabe von Geoffrey Chaucers Canterbury Tales mit 87 Holzschnitten von Edward Burne-Jones. Die Canterbury Tales, im 14. Jahrhundert von Geoffrey Chaucer verfasst, sind wie Boccaccios De Camerone in einer Rahmenhandlung vereinigte Erzählungen. Anders als bei Boccaccio sind aber Chaucers Geschichten bis auf wenige Ausnahmen in Versform verfasst. Morris' Besinnung auf die handwerkliche Tradition war angesichts der billigen Imitate der industriellen Produktion wichtig. Aber seine Rückgriffe auf die mittelalterliche Welt waren nicht zukunftsweisend. Andere Mitglieder der Arts- und Crafts-Bewegung, wie der Architekt und Designer Charles Rennie Mackintosh, schlugen neue Töne an und wurden wichtige Wegbereiter für die Moderne. Wie die Literatur im ausgehenden 19. Jahrhundert die hergebrachten, in der Religion verankerten Lebensformen zunehmend in Frage stellte, befreiten sich auch die bildenden Künstler von ihrem akademischen Ballast und suchten neue Ausdrucksformen. Der Jugendstil mit seinem Bemühen, alle Lebensbereiche zu erfassen, Häuser, Wohnungen, Gebrauchsgegenstände in weichen Linien zerfließen zu lassen, war ein erster Aufbruch. Aber den entscheidenden Schritt in die Neuzeit vollzogen die Expressionisten. Künstlergemeinschaften wie die Brücke mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und anderen, der Blaue Reiter mit August Macke, Franz Marc, Wassily Kandinsky und Paul Klee traten gemeinsam gegen die akademischen Wirklichkeitsdarstellungen des Historismus an. Herwart Walden gründete 1910 die Zeitschrift Der Sturm, Wochenschrift für Kultur und die Künste, um die sich unter vielen anderen die Autorinnen Else Lasker-Schüler, Arno Holz, Karl Kraus, Selma Lagerlöf mit den Künstlern Oskar Kokoschka, Georg Muche, Franz Marc und anderen sammelte. Einen entschieden politischen Anspruch hatte der von Franz Pfemfer zur gleichen Zeit gegründete Zeitschrift Die Aktion, Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. Für Georg Heims Gedichtzyklus Umbra Vitae schuf Ernst Kirchner die Holzschnitte. Die Künstler wollten nicht illustrieren, sondern im literarischen Inhalt eine eigene Aussage zur Seite stellen. Für Kirchner und andere Künstler der Zeit war der Holzschnitt die Drucktechnik, die ihren Vorstellungen am besten entsprach. Sie suchten die harten Kontraste und eine raue Formensprache. Dabei spielten auch Farben eine wesentliche Rolle, aber als Eigenwert ohne die Bindung an einen Gegenstand. Auch in den politischen Auseinandersetzungen nach dem Ersten Weltkrieg waren Holzschnitt und Linolschnitt in Büchern auf Wirkung bedacht. Zum Beispiel bei Karl Rössing in seinem Buch Mein Vorurteil gegen diese Zeit, in dem er Spießertum und Korruption in drastischen Holzschnitten anprangerte. Ditschka? Ja. Aha. Gut. Noch eins. Ich beende hier mein Reden mit einem Gedicht. Von Eugen Gomringer. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Eine Liste der Bücher, von denen hier die Rede war, ist auf der Website der DIPO 19 unter meinem Namen abzurufen.